Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt's heute wieder so ein kleines Opening-Video. Ich war mal wieder fleißig und habe ein paar Kisten in mir zusammengefarmt. Diesmal geht's um die Kyrianer-Kisten und zwar schimpfen sich die Kriegskassette der Aufgestiegenen. Diese bekommen wir bei dem Angriff bzw. Invasion der Kyrianer im Schlund. Die ist ja immer dreieinhalb Tage am Start. Da habe ich letztens ein bisschen was gefarmt. Mittlerweile sind wir schon weit. Ich glaube, wir haben mittlerweile schon den Necrolord-Angriff. Nichtsdestotrotz wollen wir jetzt die 10 Kyrianer-Kisten aufmachen und dort hoffe ich auf 2 Loot-Items. Und zwar einmal ein Toy, die Vesperglocke des Glaubens. Und dann kann auch noch ein Pet drin sein und zwar der Kupferrücken-Ätherwurm, schimpft sich der. Und ja, ich würde sagen, fangen wir an. Kiste Nummer 1. Hat, das Pet drin, da ist er. Da haben wir das Pet, wunderbar. Das lernen wir gleich schon mal und dann können wir es einmal auspacken. Wo haben wir es denn? Da, das ist einfach so ein Wurm, so ein Ätherwurm, schimpfen sich die in Fachkreisen. Und die kennen wir ja aus der Bastion schon genüge. Und ja, Pet haben wir schon in der ersten Kiste drin gehabt. Sehr schön. Dann swappen wir zum nächsten Char rüber. Und dort haben wir oben die Kiste und wir haben nur ein bisschen Seelenglut drin. Schade. So, dann sind wir weiter geswappt. Hier haben wir auch noch eine Kiste, das müsste Nummer 3 sein. Schau mal, da gibt es Dienstmedaillen. Der Char hier ist es bei den Kyrianern. Also Dienstmedaillen haben wir auf jeden Fall auch schon drin. Dann schauen wir mal hier bei der Kiste Nummer 4. Nee, da ist bloß ein bisschen Stygia kriegen wir und Seelenglut. Schade. Und, warte mal, ein Kortia-Kristall habe ich auch gekriegt, oder? Ja gut, den können wir auch gebrauchen. Nehmen wir mit, ist alles ein bisschen Gold. Die sind ja mittlerweile auch relativ teuer. So, nächster Char. Hier müssten wir dann Nummer 5 haben. Uff, was haben wir denn da gekriegt? 2 Conduit-Teile haben wir drin gehabt, aber leider kein Toy. Und hier haben wir noch einen Char. Jetzt mal gucken, wo ist die Kiste? Ah, da unten, das ist dann Nummer 6. Hier haben wir auch nur Conduits drin. Bisschen Seelenglut. Hier gut, 4 Kisten haben wir noch. Dann auf dem nächsten Char schauen wir mal Kiste Nummer 7. Da ist die Glocke drin. Wir haben die Glocke, Leute. Sehr schön, da muss ich nie wieder Kyrianer-Kisten machen. Da haben wir nämlich jetzt tatsächlich alles raus. Also einmal eine Glocke haben wir. Und noch ein Conduit. Jetzt machen wir trotzdem die anderen Kisten auf. Vielleicht kriege ich ja noch ein Pet oder sowas, was ich verkaufen kann. Dafür haben wir ja die 10 zusammengefarmt. Jetzt gucke ich mal hier. Da sehe ich jetzt irgendwie gar keine Kiste rumliegen. Ah doch, da oben in der Ecke. Okay, machen wir die mal noch auf. Dort haben wir auch wieder einen Haufen Conduit-Zeug. Und dann würde ich sagen, machen wir die letzten 2 noch. So, dann machen wir just for fun die letzten beiden noch auf. Zack. Hier, da haben wir sogar ein Item rausgezogen. Einen Ring, das kann doch der Twink bestimmt gut brauchen. Ja, schon mal, der hat hier irgendwelche Low-Sachen. Und dann noch die Kiste Nummer 10. Bisschen Conduits. Ich kriege aber jedes Mal auch ein Kortia-Kristall raus, so wie ich das sehe. Also diese Kisten rentieren sich auch goldtechnisch. Und ja, dann sind wir tatsächlich durch mit den 10 Kisten. Und das nächste Mal machen wir dann wieder ein paar andere auf. Necrolord sind ja noch auf dem Vent hier und die Nightfee, da hatte ich ja das erste Mal leider kein Glück gehabt. Da gibt es dann auch noch Mounts raus. Ich würde sagen, wenn ich wieder ein paar Kisten zusammen habe, melde ich mich wieder und dann gibt es wieder 10 Invasionskisten-Opening. Bis zum nächsten Mal, euer Tilla. Ciao.